Hallo Freunde der illegalen Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir und meinem gestohlenen Springfield. Fuck, jetzt ist mir nichts Besseres eingefallen. So, scheiße. Egal. Diesmal hat es nicht ganz so lange gedauert. Vor drei Tagen oder sowas habe ich das letzte Video hochgeladen. Es ist trotzdem einiges passiert und dennoch wird dieses Video relativ kurz oder sollte relativ kurz werden. Oh, ich muss niesen. Nein. Okay, alles. Gefahr gebannt. Trotzdem sollte dieses Video kürzer werden. Ich weiß, ich sag das immer wieder, dann wird es trotzdem 20, 25 oder 30 Minuten. Aber diesmal, ich habe quasi alles abgeklickt und alles schon gemacht. Mehr oder weniger. Ohne, dass jetzt noch viel übrig bleibt. Deswegen, ich zeige euch jetzt, was die letzten Tage passiert ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Schon wieder ein exotisches Duff? Wir erholen uns immer noch vom jamaikanischen Duff. Ich habe mir beim Limbo drei Rückenwirbel verknackst. Da kann doch der jamaikanische Duff mir nichts dafür. Kann doch keiner wissen, dass du ein Rückgrat hast. Hey, ich präsentiere Duff Michelada. Den perfekten Drink für die Michel-Ladies. Eine köstliche Mischung aus Tomaten, Gewürzen... Und unglücklicherweise ist auch Duff drin. Na gut. Hey, Lieferjunge, wo ist denn meine Lasagne? Gestohlen! Ich wurde unterwegs ausgeraubt. Wer das getan hat, muss sterben. Hiermit beende ich meinen Ruhestand. Wollen Sie die Päckchen mit geriebenem Käse und Pfeffer nicht mehr haben? Hey, ich bin ein Auftragskiller, ich brauche keine Pfeffer. Meine Lady Duff Marketing-Kampagne ist ein Riesenerfolg. Jede Frau in Springfield macht rund um die Uhr Party. Das muss mit einem schönen, selbstgekochten Essen gefeiert werden. Oh, Marge! Marge, meine wunderschöne Frau, ich erlaube dir, für mich zu kochen. Sie ist mit den anderen Frauen bei Mo, Dummkopf. Willst du damit sagen, dass meinem genialen Marketing die Frau zum Opfer gefallen ist, die für meine Verpflegung verantwortlich ist? Diese feuernden Damen müssen gestoppt werden! Alle sofort zu Mo! Ich bin ein Kind, ich darf in keine Bar gehen. Wenn ich sage, alle zu Mo, dann meine ich alle zu Mo. Okay, Homie. Was für ein Irrer würde meine Lasagne stellen? Kein Gericht ist mir wichtiger. Immerhin war das Letzte, das meine Frau mir vor ihrem Tod gekocht hat. Auf der Bühne ist sie gestorben. Sie war eine schreckliche Stand-Up-Comikerin. Um herauszufinden, wer der Dieb ist, brauche ich seine Verkleidung. Es muss mich als jemand verkleiden, der nach Essen jagen kann, ohne dass es die Leute überrascht. Überzeugende Verkleidung tragen, na gut. Und jetzt hat er sich als wer verkleidet? Ich sehe nichts. Sah aus wie Homie Baby. Hey, hey! Ay, Karumba! Sie hassen mich! Nicht alle. Jemand hat die Statue umgerissen und er tritt das Feuer aus. Wirklich? Jetzt treten alle das Feuer aus. Jetzt spucken sie das Feuer aus. Reißen das Feuer in Stücke. Hören Sie auf mit der Beschreibung. Das klingt nicht gut. Hier ist Kent Brockman live aus Camp Krusty. Derzeit in der Hand von Revolutionären, die es umbenannt haben in Camp Bart. Offenbar der erste Name, der ihnen eingefallen ist. Die Dissidenten, hauptsächlich Kinder, waren bewaffnet mit Stinkbomben, Steinen und einer vertrockneten Totenkröte, mit der sie drohten, Leute zu berühren. Geil. Ich habe ihren charismatischen Anführer Bart Simpson um ein Interview gebeten. Er antwortete, Zitat, bringen Sie einen Haufen Pizza und einen Film ab 18 mit, Zitat Ende. Ich bin auf die Bedingungen eingegangen. Aha, ein Interview geben. 24 Stunden lang Interview, das ist aber ein mordsmäßiges Interview, mein lieber Freund. Hallo Bart, möchtest du das Interview in deinem Zimmer machen oder bei einem Spaziergang im See sprechen? Ich muss es vorab wissen, damit ich mein Make-up anpassen kann. Ich gehe schwimmen. Wenn Sie mich interviewen wollen, müssen Sie in den See springen. Aber meine Haare für Wasserbeständigkeit habe ich nicht bezahlt. Gut, aber halte die Kamera nah drauf und zeig nicht meine Waden. Ich hasse sie. Kent Brockman live von Eyes on Springfield. Was kannst du mir über die geraubte Lasagne sagen? Sie wurde von der Behörde eingezogen. Eine sehr hungrigen Behörde. Also habe ich schief begeben und die Polizei meine Lasagne gestohlen.
Ich werde meine ganze Erfahrung brauchen, um mich an ihnen zu rächen. Aber rächen muss ich mich. Wenn auch subtil. Lass Fernando Vidal mit Präzision morden. Mexikanischer Duffman, wir haben ein Problem. Die amerikanischen Männer lieben deine Cerveza und die amerikanischen Frauen dein Macho-Gehabe. Du klaust mir meinen Job, typischer Migrant. Das kann ich nicht hinnehmen. Oh yeah, nicht. Was zur Hölle? Vidal, Sie sind verhaftet. Dann habt ihr meine Lasagne nur geklaut, um mich hierher zu locken. Ich habe es wohl unterschätzt. Nein, wir beschlagnahmen jede Lasagne. Wenn dann ein Krimineller aufkreuzt, fein. Wenn nicht, noch besser. Letztes Ziel erfüllt. Oh. Aber das liebe meine Fernando Vidal. Bitte, Duffman. Du musst nicht gegen den mexikanischen Duffman kämpfen, nur weil er ein Immigrant ist. In diesem schönen Land gibt es genug Arbeit für euch beide. Wenn Amerika eins immer im Überfluss haben wird, dann sind es Säufe. Simpson, was haben Sie mit dem Geld aus meinem Casino gemacht? Nichts, da war kein Bargeld, nur zig Säcke von altem Papier. Ha, genau. Und zwar, weil ich dich schon vorher ausgeraubt hatte. Es war echt ein unglaublich cleverer Plan mit 13 Handlangern und einem 40 Megavolt Supermagneten. Willst du die Details erfahren? Nö. Die Eventgeschichte krumme Dinge in Springfield abgeschlossen. Na toll. Beseitige weiter Justizbeamte und sammle Raubzüge. Was? Oder so ähnlich. Letztes Ziel erfüllt. Schon wieder alles durch. Mensch. Bart, wir haben über Videospiele gesprochen und welches Essen du ekelhaft findest. Aber eins weiß ich noch nicht. Was ist es, das du und deine Anhänger wollen? Gute Frage. Ursprünglich wollten wir decken und dass wir nicht 16 Stunden am Tag arbeiten müssen. Das haben wir bekommen, also... Keine Ahnung, was haben sie? Ihr müsst doch etwas wollen. Andernfalls randaliert ihr um der Randale willen. Randalieren um der Randale willen. Das klingt gut. Das wollen wir. Wir wollen das Recht auf Randale. Danke für die super Idee, Kent. Das ist Kent Brockman, der wieder einmal ungewollt die Story beeinflusst. Campgenossen, wir sind aufgestanden und haben verkündet, dass wir etwas zu sagen haben. Und jetzt, wo die Augen der Welt auf uns schauen, was sollen wir tun? Zeigt der Welt den nackten Hintern. Singt mit mir. Singt mit mir? Fresst unsere Shorts. Fresst unsere Shorts. Okay. Hör zu, Clown. Diese Situation ist offiziell nicht mehr ignorierbar. Die Wähler in dieser Stadt wollen nicht die Nachrichten einschalten und die nackten Hintern von den paar ungezogenen Kindern sehen. Ist mir egal, wie du es machst, aber du solltest die Sache in Ordnung bringen. So wie alle meine Wahlen. Hey, hallo Kinder! Was machst du hier? Das ist jetzt Camp Bart. Also warum gibst du mir nicht auf meinen Krusty der Clown-Rucksack ein Autogramm und verschwindest? Da gehört ein Fragezeichen dahinter, ist eine Frage. Ich verstehe, warum ihr Kinder sauer auf mich seid. Dieses Lager hat eure Sommerferien ruiniert und das möchte ich wieder gut machen. Ich bringe euch alle nach Euro-Krusty-Land. Oh, wirklich? In Paris? Ja klar. Aber Euro-Krusty-Land ist so klein und niedlich und in sich abgeschlossen, dass ihr meint, ihr steht in einer sorgfältig gestalteten Studio-Kulisse. Das hört sich cool an. Danke, Krusty. Nicht der Rede wert. Jeder nimmt jetzt ein Krusty-Vitamin zum Kauen, damit ihr während des Flugs schlaft. Und wenn ihr aufwacht, voilà. Seid ihr da? Da fehlt ein Akzent. Auf dem A von voilà. Aber egal. Wow, Euro-Krusty war so intensiv. Die Farben strahlten so. Das Ende war so, das Essen war so lecker. Hey, hey, ja, und jetzt nehmt jeder noch ein Vitamin. Und wir fliegen euch nach Hause, wo ihr auf dem Parkplatz von Channel 6 aufwacht. Dort seid ihr dann wieder das Problem eurer Eltern. So intensiv und die Farben waren so schön. Und das Essen hat so gut geschmeckt. Ja, was war da wohl? Und da sind wir auch schon wieder zurück in meinem Springfield. Ich sehe hier schon, da schleicht einer rum.
FlairFan90. Danke, dass du mich besucht hast und mir einfach deinen scheiß Ärschen aufs Auge gedrückt hast. Dann haben wir hier noch Mr. Duffman. Lass Duffman unmerklich Amerikas Jugend verderben. Ach, da hatten wir gar nichts zu sagen. Die Jugend verderben. So, hier ist kaum noch was. Hier haben wir schon ein bisschen was zum Abklicken. Piu. Oh, ein internationaler Gerichtshof. Ob es da internationale Gerichte gibt? Ja, sehr wahrscheinlich schon, aber nichts zum Essen, du Idiot. Ein paar Pirocken. Aber pronto. Pirocken und dann pronto. Geil. Nein, hier werden Tribunale für internationale Verbrecher gehalten. Warum kriegen immer nur Verbrecher ein Tribunal? Das klingt so lecker. Oder verwechsel ich das gerade mit einem Buffet? Aber... Lass Richter Snyder internationale Strafzettel verhandeln. Na gut, machen wir doch mal glatt. So, was haben wir hier noch? Lass die Erwachsenen internationale Strafzettel anfechten. Das machen wir dann gleich. Beziehungsweise ich mal. Oh, mach das gleich. Hier noch der Flair-Fan. Flair-Fan-90. Hier haben wir noch einen Justizbeamten. Hier haben wir noch was zum Klicken. Kaboom! Nichts ist passiert. Zumindest nichts weiter. Hey, hier ist noch einer. Und auch wieder. Nee, doch nicht. Oh, Martin, 51194. Danke, dass du mich besucht hast. Das könnte der 5.11.94 sein. Kann das vielleicht sein, dass du schon... Naja, lass mal das. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ich glaube... Ja, das war's dann halt auch schon mehr oder weniger jetzt wieder, ne? Hier könnte ich Roma, der die DAF zur Rede stellen lassen. Ich habe halt auch vorhin hier schon alles abgeklickt. Ne, die Leute hier sind schon... Wo sind sie nicht? Oh, jetzt habe ich Homi doch geschickt. Scheiße. Jetzt habe ich Homi doch schon geschickt. Eigentlich wollte ich ja noch warten. Was ich auf jeden Fall noch... Also ich kann euch jetzt auf jeden Fall noch mal kurz zeigen. Hier, ich habe jetzt hier noch... Mir fehlen jetzt noch knapp 2000. Das wird sich auch gleich noch mal ändern. Ich habe nämlich hier noch ein bisschen was angespart. 300 Casino-Chips, nochmal 300 Casino-Chips und nochmal 300 Casino-Chips sind 900. Sprich, es fehlen... Ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt eben war. Ich glaube, es waren eben 2000. Es fehlen noch ungefähr 1000. Vielleicht noch ein bisschen mehr. 1100, 1200 etwa. Nehme ich die jetzt dazu? Nee, ich lasse es lieber. So. Können wir gerade nochmal gucken, dann sehen wir es ja. Es fehlen noch fast genau 1000. So. Ich kann allerdings noch ein bisschen was kaufen hier. Und zwar, die habe ich ja schon. Eigentlich habe ich alles schon. Was kaufe ich mir denn jetzt hier noch? Was kaufe ich mir denn jetzt hier noch? 6% mehr Monte Burns Casino. Ich würde mir gerne noch ein paar Landmarken, ein paar gratis Landmarken kaufen. Aber ich fürchte fast, ich bekomme keine. Wie gemein. So, was haben wir denn hier noch? Nee, ich brauche keine. Aber hier vorne, von der könnte ich mir nochmal drei Stück. Ich sag jetzt mal drei Stück. Nee, ich sag mal lieber nur zwei. Ich kaufe jetzt mal zwei Stück. Packe ich aber jetzt erstmal nur ins Inventar. Die kann man irgendwo in der Stadt aufstellen. So eine Telefonzelle sieht bestimmt cool aus. So, lassen wir die jetzt erstmal weg. Was haben wir dann hier noch? Ich würde sagen, hier vielleicht noch. Ach, guck mal, so einen britischen Kreisverkehr, davon kann man auch mehr haben. Verbessert meine Eitelkeit bei der Haltung. Aber ich glaube, wenn, dann nehme ich mir lieber noch so ein paar Wächter der Queen. Und zwar kann ich ja noch. Drei kann ich noch. Dann nehme ich mir die jetzt auch. So, drei Wächter der Queen noch. Ja, die kann ich auch gleich, kann ich auch gleich platzieren. Ey, du guckst falsch. So. Ja, jetzt habe ich ja leider mein Homie Baby. Ach so. Mir fehlen natürlich nicht nur noch 1000, jetzt kostet er, würde er mich auch noch 10 kosten, 10 Donuts kosten der Fit Tony, also selbst wenn ich ihn nicht bekomme, und die 1000, die werde ich sicher noch bekommen bis morgen. Ich habe ja noch fast 24 Stunden Zeit. Bis dahin bekomme ich das auf jeden Fall zusammen, die 1000.
Vielleicht auch doch nicht. Ich muss schauen. Aber selbst wenn ich, kostet mich jetzt nur noch 10 Donuts, also da kann ich auch drauf scheißen, auf die 10 Donuts. Ich überlege gerade sogar, ehrlich gesagt, ob ich nicht noch, ich glaube, ich nehme den Homie hier wieder raus. Wo ist mein Homie, Baby? Hier, die 2 Donuts, die investiere ich jetzt hier gerade mal kurz. Und lass ihn dafür lieber... Lass ihn dafür lieber hier die Lady da zur Rede stellen. So, dann werde ich jetzt gleich noch alle meine Springfielder auf... was machen die hier? Achso, hier war das. Strafzettel anfechten, genau, die internationalen Strafzettel anfechten. Und ja, dann würde ich sagen, war es das dann jetzt von mir. Ich, wie gesagt, die Folge ist jetzt wirklich, wirklich relativ kurz gehalten. Dann würde ich sagen, ja, das war's von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie ihr euren IGA liegt zum Beispiel. Dann könnt ihr euch die Leute in ihre Nachbarschaft einladen. Oder ihr schreibt euer Gegner selbst aktiv in die Kommentare unter meinen Videos. Viele Leute schreiben ihren IGA nicht schon da drunter und dann könnt ihr ihnen eine Einladung schicken und so kommt auch jeder zu neuen Nachbarn. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen immer das, was wir hier alle wollen. Naja, ich würde es euch ein bisschen leichter machen, neue Nachbarn zu finden. Es ist ja manchmal nicht so leicht. Es gibt zwar ein paar Seiten, ein paar Internetseiten, wo man sich auch eintragen kann oder eintragen lassen kann oder auch Anfragen stellen kann an andere. Aber ja, so ein bisschen, so eine zusätzliche Möglichkeit kann ja nicht schaden, nicht? Und von daher, ja, würde ich sagen, bin ich durch. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch in die Sonne knallen. Es ist jetzt, muss mal einen Blick auf die Uhr schmeißen, es ist jetzt 4:45. Die Sonne knallt im Moment noch richtig geil und von daher werde ich mich da definitiv jetzt auch gleich nochmal hinsetzen. Noch ein bisschen brauner werden. Meine Frau ist schon ganz, die ist schon stinksauer, weil ich werde immer brauner und brauner und brauner. Und sie ist eher so der helle Hauttyp. Und bei ihr dauert das. Und sie wird nicht so wirklich braun. Und ich setze mich einmal in die Sonne und bin tief schwarz. Naja, ganz so krass ist es nicht, aber ist schon deutlich zu sehen. Gut, dann ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.